Buchsbäume, soweit das Auge reicht. Willkommen in der Northeimer Au, den Obstgarten der Northeimer. Und warum das so ist, das kann uns einer verraten, der sich damit auskennt. Manfred Rothe, Winzer und Obstbauer. Und mit ihm bin ich jetzt irgendwo hier in diesem Feld verabredet. Da ist er ja, der Manfred Rothe. Und wie es aussieht, erwische ich ihn gerade bei der Reifekontrolle, oder wie? Ja, hallo Herr Malberger. Hallo. Ja, ich schaue mich gerade mal ein bisschen noch um hier, wie denn so die Obsternte heuer zu erwarten ist. Das ist eine späte Zwetschge. Okay. Das heißt also, die braucht noch ein bisschen. Aber deswegen schaut man sich trotzdem um, wie ist der Behang, was ist zu erwarten, weil man ist ja doch auch neugierig, was kommt, wie hat alles überstanden, mal die Trockenheit, mal der Frost und so weiter hier. Und jetzt, hier sieht es gut aus. Ich wollte gerade sagen, da, für den Laien sieht es auf alle Fälle gut aus. Ja, genau. Sind schöne, gesunde Früchte und so weiter. Und das freut uns dann ja da. Die haben jetzt noch ein paar Wochen Zeit. Okay. Aber da sind wir ja, weil die Renikloten reif sind, die Ringlo. Genau, ihr habt mich ja zum Arbeiten ja, hergestellt. Genau. Also dann gucken wir gleich mal, ja, was wir tun können. Ich hab's eingangs gesagt, ihr habt euch ja so dem Bioanbau auch verschrieben beim Wein. Ja. Obst ist euer Steckenpferd, natürlich der Obstanbau. Das heißt, die Northeimer Au ist für euch dann existenziell? Naja, also existenziell würde ich das jetzt nicht bezeichnen, sage ich jetzt einfach mal. Es ist eine Herzensangelegenheit. Es ist der Obstgarten für die Northeimer hinterm Dorf. Okay. Von daher gesehen, es ist leicht zu erreichen, egal ob die Senioren mit ihrem Rollator spazieren gehen oder die jungen Familien mit dem Kinderwagen, ja. In der Au trifft man immer jemanden. Ne? Genau, ja. Ne? So wie wir uns jetzt auch hier. Ich am Renikloten Baum. Ja, am Renikloten-Baum, eine alte Sorte, die grüne Reniklote. War früher hier an der Mainschleife weit verbreitet, vor allen Dingen auch in Astheim. Also man sieht es richtig, Viktor, dass sie wirklich noch grün ist, aber sie ist schon reif. Ja, wenn sie sich umfärben ins Gelbe, und deswegen müssen wir eben jetzt auch kommen, und das ist auch diese Geschichte mit den alten Sorten. Ja? Die alten Sorten haben so viele Vorteile, Aroma und Geschmack und alles Mögliche, aber die haben natürlich auch Nachteile und nicht unerheblich, sonst müsste man sie auch nicht schützen, würden sie sich selber schützen. Sie reifen nicht auf einmal. Ja? Und jetzt müssen wir halt schauen, dass wir, wenn wir warten, bis die letzte grüne reif ist, dann ist die andere von den Wespen längst angefressen oder runtergefallen. Und deswegen müssen wir jetzt schütteln. Wenn wir jetzt pflücken würden, da kommen wir ja oben, hängen immer die Reifen. Ja. Also wir müssen schütteln. Und alles, was fällt, ist reif. Genau, alles, was fällt, ist reif. Und damit haben wir jetzt natürliche Selektion. Und das machen wir so 2-3 Mal. Okay. Also in einer Woche. Ja. Und jetzt warten wir einfach nochmal 2 Tage und dann geht es weiter. Und dann haben wir alle praktisch gesehen mit der gleichen Reife dann in der Tonne und im Fass zum Vergären. Und ja, das ist schon. Wenn man sagt Northeimer Au, Obstgarten eben direkt vor der Haustür, was kann ich hier für Obstsorten erleben, wenn ich hier unterwegs bin? Also wenn man mit offenen Augen durch die Au geht hier, es sind hier Äpfel beheimatet, Birnen beheimatet. Es gibt auch den ein oder anderen Kirschbaum, aber eher Seltenheit. Aber es gibt hier vor allen Dingen eben auch Steinobst. Das heißt, also man findet hier Aprikosen, Pfirsiche, die früher die Bauern noch selbst vermehrt haben. Mhm. Und da hat es dann im Dorf 2, 3 gegeben, die konnten das veredeln und so weiter. Da hat man Sämlinge ausgegraben und so weiter. Nein, das war hier früher schon eine Kulturlandschaft. Okay. Wir sind gerade dabei, mit vielen jungen Familien auch wieder reaktivieren. Ja. Als Treffpunkt für die Gemeinde und so weiter und eben auch mit unseren Gästen. Dass die Obstbäume wieder Früchte tragen. Ich glaube, wir müssen noch mal schütteln, weil irgendwie kam beim ersten Schütteln noch nicht so viel runter, gell? Ja, da war ich lang mal dann auf hier. Jetzt tut sich was. Ah. Na, also, das sieht doch schon mal gut aus. Das heißt, auch bei jungen Leuten
ist der Obstanbau mittlerweile wieder hier im Ort etwas, was ja ein Stück weit ein Revival erlebt, wenn ich das so höre, oder? Ja, also es gibt sowohl bei den Schnapsbrennern wie bei den Fruchtnutzern, sage ich jetzt mal Saft oder sonst was, aber es ist schon so, dass das meiste wird halt der Haushaltsbedarf gedeckt. Ja. Und da ist es halt schön, wenn man weiß, wo es herkommt. Das ist ja gerade eben dieses Regionalität. Ja? Ja, also, ja. Wenn ich in Nordheim wohne und mein Obst in der Au habe, ja, also. Das ist optimal. Mehr Regionalität geht nicht. Ne? Stichwort Regionalität. Hier macht Destillat raus und ja. So ein bisschen was für die heimische Marmeladenkultur. Ja, oder? Also ich, ja, natürlich. Also die. Wir machen Marmeladen davon, aber wir machen eben auch Destillate davon. Weil bei den Destillaten, da kommt halt einfach auch dieser Genuss. Am Ende von einem Menü oder am Abend oder einfach auch am Ende eines schönen Erlebnisses rundet dann so ein Destillat den Tag, den Moment ab. Und da ist man dann auch bereit, sich dem Genuss hinzugeben, die nötige Zeit. Und vielleicht auch den einen oder anderen Euro den Bauern in die Tasche zu spielen. Genau. Ja, für die getane Arbeit. Das ist ja echte Handarbeit. Ne? Also ja, das also, muss man ja an der Stelle auch nochmal betonen. Genau, also ja. Es ist ja nichts, was so vom Baum fällt. Ja. Nee, nee. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass ich hier einen kleinen Einblick bekommen durfte. Wir sammeln hier noch ein bisschen Obst auf und danke für den Einblick in die Nordheimer Au. Bitte. War echt ein Vergnügen.